Herzlich willkommen bei Karmananda, ganzheitlich gesund. Grüß Gott, grüezi, moin moin und grüß euch. Heute möchte ich mal über das Wetter sprechen. Und zwar stehe ich hier im Regenkittel, im Regengewand und in der Toskana. Und es regnet immer noch und es hat vorhin wieder geschüttet wie aus Kübeln. Also wie ihr seht, ist das heute kein medizinisches Thema und ich bin auch kein Wetterexperte. Allerdings möchte ich euch bitten, vielleicht auch eure Meinung hier, die würde mich wirklich interessieren, in den Kommentaren hineinzuschreiben, wenn ihr das möchtet. Es wundert mich nämlich sehr, dass es hier so viel regnet. Wir sind jetzt schon einige Zeit hier und ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die hier leben, die mir gesagt haben, sowas haben sie noch gar nie erlebt in den letzten 50 Jahren nicht. So wahnsinnig viel Regen. Und es ist Mitte Juni. Ich erinnere mich dran, ich war schon öfters hier in der Gegend, auch zu dieser Jahreszeit. Da war es zu dieser Jahreszeit immer richtig heiß. Also da hat es über 30 Grad gehabt, da war strahlend blauer Himmel. Das ist ja okay, wenn es mal ein bisschen regnet. Versteht mich bitte nicht falsch, wenn mal ein Gewitter kommt oder mal ein Regentag. Aber das geht jetzt schon seit über 5 Wochen hier so. Und es regnet so stark, dass alles völlig zermatscht ist. Diese Naturstraßen, das Naturschutzgebiet hier, die spült es weg. Ne? Und die Wolken, und also die Gewitterwolken und Wolkentürme, die bauen sich zusehends dann auf tagsüber, sodass es manchmal um 12 Uhr schon regnet, Katzenhagelt, schüttet, weiß Gott, wie man immer sagen möchte. Also wirklich gewaltig und das hört gar nicht mehr auf. Es ist südlich der Alpenseite, nördlich in Deutschland, auch in der nördlichen Schweiz und Österreich und auch Frankreich, der Teil, ist es ja wunderschönes Wetter in den letzten Wochen. Und hier tagtäglich, wir haben es live mitbekommen, seit über 3 Wochen jetzt, schüttet es jeden Tag. Es hat, glaube ich, 2 oder 3 Tage mal nicht geregnet oder nur ansatzweise. Aber wir haben es dann drumherum gesehen. Es waren dann auch zum Teil lokale Starkregenfälle. Und ich kann hier auch nur noch mit meinen Badeschlappen rumlaufen, weil es hier so dreckig ist. Ich bräuchte eigentlich Gummistiefel. Ja. Also, ich mache mir da mittlerweile wirklich Gedanken drüber. Ich mache mir schon lange Gedanken über das Wetter, ich mache mir schon lange Gedanken über das Klima, über das Weltklima und so weiter. Und ich habe auch schon die eine oder andere Theorie und ich beschäftige mich auch so ein bisschen damit. Und auch Markus Peters, mein geschätzter Kollege und lieber Freund, der beschäftigt sich auch ganz, ganz stark mit dem Wetter, mit den ganzen Geschichten hier mit die hier so passieren. Ich drücke mich jetzt mal so aus. Gell? Aber da stimmt was nicht. Und ich erinnere mich dran, das fällt mir gerade auch spontan ein, an Dietrich Klingert, an einem seiner Live-Vorträge vor ein paar Jahren. Er hat dann gesagt, das Wetter verändert sich nicht linear, sondern exponentiell. Das ist so eine Linie, wumm, nicht linear. Und da könne es jeden Tag kippen, das Klima hierzulande oder auch das Klima in Europa oder auch das Klima weltweit. Und wir wissen ja auch mittlerweile, dass die Polkappen abschmelzen, auch von unten, nicht nur von oben, ja, und so weiter. Aber wie gesagt, da bin ich kein Experte, das möchte ich nochmal sagen. Also die anderen Videos, die ich hier mache, ja, bei Medizin bin ich ein Experte, aber hier nicht. Aber ich mache mir wirklich Gedanken drüber. Und wer jetzt in Deutschland ist, der kann das hier gar nicht verstehen, dass es hier dann gerade mal, wenn die Sonne scheint, 25, 26 Grad mal kurz hat und dann kommen wieder diese Regenfälle und dann kühlt es ab auf 16, 17, 18 Grad und es ist alles auch feucht. Ne? Wenn sollte dann die Sonne wieder rauskommen, ist es auch schon passiert, dann ist es wahnsinnig schwül. Da entsteht ein richtiger Nebel. Ne? Wir sind abends schon im Nebel spazieren gelaufen hier, Anfang Juni in Italien. Also ich darf es nur nochmals betonen, ich bin da kein Experte. Ich wohne auch nicht hier, aber die
Einwohner hier, die hier schon lange wohnen, ich habe auch mit älteren Herrschaften gesprochen, wirklich mit älteren, über 70, über 80-Jährigen, schätze ich mal, die mir sagen, sowas haben wir noch nicht erlebt. Und ich habe in Deutschland auch solche langen, starken Regenfälle, und ich wohne auch schon seit über 50 Jahren in Deutschland, auch noch nicht so erlebt. Also ich erinnere mich nicht dran, dass es über einen so langen Zeitraum so wahnsinnig viel geregnet hat. Es gab hier auch schwerste Überschwemmungen, wer es mitbekommen hat, hier in der Umgebung, in Norditalien. Also, und bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wer mir da hier bitte einen Kommentar reinschreiben möchte, sehr gerne. Also ich würde mich riesig freuen. Ja. So, und ich gehe jetzt mal mit der Kamera, ich nehme das mal noch hier und mach mal noch einen Schwenker, das mache ich mal noch, es klart schon wieder so ein bisschen auf, es wird schon ein bisschen heller, aber nur, dass ihr es mal seht, so, wie gesagt, heute ein persönliches Video, das ist der Campingplatz, hier, da habe ich das jetzt gerade gefilmt, ich mache es mal auf größer, dann sieht man es, so, und hier muss ich gucken, dass ich keine Autonummern aufnehme, weil das darf ich ja nicht, so, das ist der Campingplatz, da seht ihr es mal hier ein bisschen. Und da kommt jemand hergelaufen, da muss ich auch wieder aufpassen, dass ich keine Personen aufnehme. So, ich halte es mal nach oben. Und jetzt gehe ich mal wieder runter und zeige euch das mal hier ein bisschen. Hier, also Dreckmatsch überall. Und ja, da hinten stehen auch Zelte. Die Leute hier, die haben natürlich hier auch nichts zu lachen, die hier im Zelt sind. Manche sind 2 Wochen geblieben mit kleinen Kindern, die haben mir ganz leid getan. Und es sind halt dicke, dicke, dunkle Wolken. Ja. Und da hinten sieht man es auch, ich weiß nicht, ob es die Kamera erfasst, ja, nicht so richtig. Hier, da hängen auch die Feuchtigkeit hängt hier in den Bergen. Gell. Und wenn ich mal einen Schwenker machen darf, also sieht es nirgends besser aus. Es ist wirklich richtig finster. Gell? Also, dann sage ich mal, ich stelle es mal kurz hierher. Bisschen schief, aber das ist egal. Sage ich mal alles Liebe, alles Gute und ich freue mich auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao.